Willkommen zurück zu Programmieren 2. Wir werden uns jetzt in den letzten Videos dieses Kurses mit der Programmiersprache C++ auseinandersetzen. Und im Gegensatz zu C#, was wir vorher behandelt haben, ist eben C++ eine üblicherweise native Programmiersprache. Man kann sie zwar auch im Kontext beispielsweise der CLR und .NET einsetzen, aber eigentlich ist C++ eben üblicherweise als native Programmiersprache eingesetzt. Und das heißt natürlich, dass wir keinen MSIL-Code erstellen, sondern dass wir eben direkt ausführbare Maschinenanweisungen aus C++ erstellen, die dann eben auf der jeweiligen Plattform spezifisch sind. Also sei es eben eine 64-Bit oder eine 32-Bit oder eine ARM-Prozessorstruktur. Und neben diesem Fakt, dass wir eben C++ als native Sprache einsetzen, ist es üblicherweise auch so, dass wir bei C++ einen viel höheren Grad in der Nutzung des Prozessspeichers haben. Wir haben eben in C# die Unterscheidung gehabt zwischen Value Types und Reference Types. Reference Types landen immer auf dem Heap. Value Types, deren Werte landen entweder direkt in Variablen auf dem Stack oder als Teil von Objekten auf dem Heap. Und hier gibt uns C++ eine viel größere Freiheit. Wir können jetzt zum Beispiel hier direkt Objekte auf dem Stack erstellen, was vorher gar nicht in C# möglich war. Und wir können eben durch die Pointer-Arithmetik, die in C++ auch zur Verfügung steht, natürlich dann also Referenzen nicht bloß von Variablen zu anderen Objekten oder von Feldern zu anderen Objekten machen, sondern wir können eigentlich im Prinzip über diese Pointer und Referenzen in C++ auf beliebige Elemente auf Stack oder Heap schauen, je nachdem, wie wir das gerne möchten. Was natürlich auch noch mit hinzukommt, ist, dass wir keinen Garbage Collector haben. Wir werden ja direkt nativ ausgeführt und nicht in einer Runtime. Das heißt eben wiederum, dass wir hier uns selber darum kümmern müssen, dass Objekte vom Heap wieder deallokiert werden. Aber bevor wir uns dann mit diesen fortgeschrittenen Themen in C++ beschäftigen, schauen wir uns doch erstmal an, wie sieht das Ganze denn aus, wenn wir ein Hello World Programm in C++ schreiben. Und wir fangen jetzt einfach an mit einem neuen Projekt. Und wenn Sie standardmäßig eben Visual C# als Ihre primäre Sprache eingestellt haben, dann gehen Sie hier einfach auf Other Languages, Visual C++. Wir können auch nochmal reinzoomen. Wichtig ist eben hier Other Languages und dann hier Visual C++. Und was wir dann haben wollen, ist eben eine Win32 Console Application. Es gibt auch noch eine andere. Vorsicht, wenn ich hier auf CLR gehe, dann findet man hier eben eine CLR Console Application. Diese wollen wir nicht. Was das nämlich ist, ist ganz einfach C++ mit .NET. Das heißt, hier würden wir eben sozusagen C++ Code erstellen, der letztendlich in MSIL übersetzt wird und dann von der CLR wiederum ausgeführt wird. Und wir haben dann natürlich auch die Features dabei von .NET, die wir in C++ umsetzen können. Aber genau das wollen wir jetzt ja nicht. Wir wollen uns jetzt mal anschauen, wie sieht das Ganze aus, wenn wir nativ unterwegs sind. Und ich mache einfach Hello CPP, nenne ich die Solution, und setze hier eben einfach Hello CPP.ConsoleApplication. Ja, das nächste, was kommt, was uns nicht gewohnt ist, ist, dass wir hier einen Wizard noch haben, bevor das eigentliche Projekt erstellt wird. Da klicken wir uns mal durch und sehen hier jetzt einige Einstellungen, die wir hier treffen können. Diese Console Application passt. ATL ist ein C++ Framework von Microsoft, das wir nutzen können, um unter anderem COM zu programmieren. Das ist das Component Object Model, das wir eben... Das ist eine Technologie von Microsoft, die Anfang der 90er eingeführt wurde und sehr populär ist. Unter anderem die Windows Runtime basiert auch noch vollkommen auf COM, hat dann hier aber diese ATL-Library. Das ist nicht mehr der Standard, den wir nutzen. MFC ist ein UI-Framework
ähnlich wie WPF, aber eben auch schon deutlich älter und unterstützt auch nicht die neuesten Entwicklungen in dieser Hinsicht. Also diese beiden Sachen brauchen Sie eigentlich nie mit Häkchen versehen, außer Sie möchten wirklich gegen eines dieser Frameworks programmieren oder diese Libraries eigentlich besser gesagt. Was wir jetzt machen werden, ist, dass wir Empty Project hier ankreuzen, damit wir wirklich ein leeres Projekt haben und sehen, wie wir Schritt für Schritt die Sachen auflösen können. Precompiled Headers werden Sie hier schon von Header und Header-Files lesen, dann können Sie sich wahrscheinlich vorstellen, dass es in C++ wieder eine Aufteilung zwischen Header und Source-Files gibt. Genau das ist vollkommen richtig. Wir haben es genau wie in C eben vorher, oder wir müssen, bevor wir eine Funktion oder eine Klasse nutzen, eben diese zumindest deklariert haben. Und für die Deklaration sind eben Header zuständig. Für die tatsächliche Implementierung kann man Source-Files verwenden und der Linker schaut sich dann eben die Definition dieser Deklaration, die Deklaration an und verlinkt dann gegen die richtigen Definitionen. So haben wir es richtig. Und was wir hier unten noch haben, diesen Security Development Lifecycle Checks, meines Erachtens nicht notwendig. Diese werden hauptsächlich dann genutzt, wenn sie eben C-Code schreiben und dort beispielsweise mit Constant Char Stern noch arbeiten, also mit sozusagen Zeichenketten, die über Pointer angesprochen werden. Genau das würde ich Ihnen in C++ nicht raten. Es gibt nämlich mittlerweile eine String-Klasse in der Standard Library, die wir stattdessen einsetzen sollten für diese Punkte. Was ich jetzt eben deaktivieren werde, ist Precompiled Headers. Ich möchte ein total leeres Projekt haben. Und wir schalten auch diese Security Development Lifecycle Checks auf. Im Prinzip sorgen die eigentlich bloß dafür, dass Ihre Applikation zur Laufzeit abstürzt, wenn Sie mit beispielsweise C-Strings nicht richtig umgehen. Ja, dann klicken wir auf Finish und bekommen jetzt eben unser C++-Projekt. Wir sehen hier eben sogenannte Filterordner. Standardmäßig landen eben alle Dateien eigentlich in einem Ordner, der eben hellocpp.consoleapplication heißt. Und hier haben wir eben sogenannte Filterordner, wo eben dann bloß die Header-Files erscheinen, bloß die Source-Files und sogenannte Resource-Files. So, was wir jetzt machen, ist eben ein Source-File erstellen. Dazu gehe ich auf Rechtsklick, New Item, wähle hier ein C++-File und nenne das beispielsweise Program C++. Und wir sehen hier, diese Datei ist komplett leer und Sie werden jetzt alte Bekannte wieder erkennen. Wir bekommen hier nämlich Includes. Also wir müssen hier natürlich Definitionen mit einbinden, die wir nutzen wollen. Und wenn wir auf der Konsole ausgeben wollen, ist der C++-Header dazu IOStream. Und damit haben wir eben alle Deklarationen, die in diesem Header mit enthalten sind, hier in unser Source-File eingebunden. Und wir können jetzt eben die Main-Funktion schreiben. Das merke ich nicht. Wir sehen hier, der Unterschied zu C-Sharp ist schon, wir schreiben das M klein, nicht groß. Und das nächste, was wir sehen, wir können in C++ wiederum freie Funktionen definieren. Das heißt, Funktionen müssen nicht immer in einer Klasse sein, wie das in C-Sharp noch der Fall ist. Das war auch ein bisschen der Punkt, warum wir mit C-Sharp angefangen haben, damit Sie sich einfach mit Klassen auseinandersetzen müssen und nicht wirklich ohne sie können. Aber in C++ haben wir die Möglichkeit, freie Funktionen zu schreiben, wie wir das hier sehen, genauso wie in C. Das liegt einfach daran, dass C komplett mit im C++-Standard enthalten ist. Also zu 99%, sagen wir mal, können Sie C in C++ einsetzen. Genau, und was wir jetzt machen wollen, ist eben auf die Konsole mal Hello World rausschreiben. Genauso wie in C-Sharp gibt es Namespaces, die werden allerdings etwas anders aufgelöst in C++. Der Namespace, den wir in der sogenannten Standard Library haben, und da ist eben auch der IOStream-Header mit definiert, der heißt std. Und anstatt hier jetzt eben einen Punkt zu machen und zu sagen, hier möchte ich gerne das cout-Objekt benutzen, machen wir in C++ einfach einen Doppelpunkt und
damit haben wir jetzt eben hier den voll qualifizierten Namen für dieses cout-Objekt erstellt. Und cout ist, Sie werden es kaum glauben, eine globale Variable zu einem eben diesem Stream, mit dem wir auf die Konsole schreiben können. Also auch globale Variablen sind in C++ wiederum erlaubt. Der Punkt ist, dass für C++ bei den Operatoren sehr viel mehr Möglichkeiten gegeben sind als für als in C#. Sie können in C++ wirklich fast alle Operatoren überschreiben und das ist auch irgendwie eine gute Gepflogenheit, dass ein C++-Programmierer anstatt eine Methode zu schreiben, eben einfach mal einen Operator überlädt, wenn er meint, das kann man dann viel besser lesen und der Code dadurch kürzer wird. Also ich bin nicht wirklich der Fan davon, weil Methodennamen sagen mir meines Erachtens viel mehr, also bloß vom Lesen eben schon aus, was darin passiert, aber sei es drum, wir können jetzt eben mit dem Shift-Operator nach links etwas auf die Konsole rausschreiben. Und wir schreiben jetzt eben hier mal Hello C++ beispielsweise. Und es gibt dann eben auch ein entsprechendes globales Objekt, das ein Endline symbolisiert, also einen Zeilenumbruch. Und das wird eben mit Standard Doppelpunkt Doppelpunkt Endl beschrieben. Das heißt, wenn wir das einfach nachschieben, ist es das gleiche, wie wenn ich hier einen Backslash N reinmachen würde. Ja, und dann kommt schon das nächste. Wir können jetzt nicht ganz so einfach hier, also es gibt kein console.readline, das wir jetzt einfach hier aufrufen können, um sozusagen einen Enter abzuwarten. Was wir aber machen können, ist, dass wir uns eine Methode definieren, die das selber macht. Require user to press enter. Und was wir hier eben machen können, ist, dass wir das Standard cin globale Objekt, darauf können wir eben get aufrufen. Und wir könnten jetzt hier mal überprüfen, ob dieses Ding ungleich backslash 0 ist, backslash n ist, Entschuldigung. Und das machen wir einfach so lange, bis wir tatsächlich mal backslash n, also den Zeilenumbruch haben. So, und damit ich jetzt diese Methode hier unten tatsächlich hier oben aufrufen kann, muss ich ihn natürlich vorher deklarieren. Man sieht jetzt zwar noch nicht direkt einen Fehler in der Entwicklungsumgebung, aber wenn ich jetzt mal hier bilde, sieht man hier unten, dass ich hier tatsächlich, Entschuldigung, das war zu schnell, dass wir hier tatsächlich das Problem haben, dass wir hier require user to press enter wurde nicht gefunden. Das ist dieser Identifier not found. Und das liegt einfach ganz einfach daran, dass wir diese Methode zumindest deklarieren müssen, bevor wir sie zum ersten Mal aufrufen. Vielleicht noch mit void vorne. Ja, und wenn wir das gemacht haben, sehen wir eben, dann ist dieser Compiler-Fehler weg. Und wir können jetzt hier unser Programm tatsächlich ausführen. Im Skript habe ich diese Methode hier übrigens etwas anders dargestellt. Im Prinzip habe ich da die cin.ignore benutzt, aber das ist jetzt hier unerheblich. Machen beide das Gleiche. Ja, und wir geben jetzt hier eben auf der Konsole, wie man hier tatsächlich sehen kann, eben Hello C++ aus. Und wenn wir jetzt hier in diese Methode reinspringen, wir können wie gewohnt, wie in C# auch hier debuggen mit unseren üblichen Hotkeys. Dann warten wir jetzt eben hier an dieser Stelle, bis der User dann irgendwann mal Enter drückt und dann beendet sich unsere Applikation. Und das ist Hello World in C++. Ich möchte noch auf einen Punkt eingehen. Wir haben hier zwar jetzt die Headers mit reingeholt, üblicherweise haben wir aber auch Using Statements in C# ganz oben mit reingesetzt, damit wir eben hier diese voll qualifizierten Identifier oder Bezeichner eben weglassen können und bloß Relative einsetzen können. Und genau das ist auch in C++ möglich, ebenfalls mit Using. Wir können hier eben sagen, ich möchte bitte von dem Standard Namespace das cout Element benutzen
oder den Bezeichner Endline und eben Standard Cin. Das sorgt dafür, dass ich hier eben diese Standard-Angaben alle mit weglassen kann und ich mein Projekt trotzdem erstellen kann, ohne Probleme, und es läuft auch, wie wir sehen. Die andere Möglichkeit ist, neben diesen Bezeichner-Einbindungen aus den entsprechenden Namespaces, ist, dass ich einfach schreibe using namespace std, was eben dafür sorgt, dass alle Bezeichner aus dem Standard Namespace mit eingebunden werden und automatisch aufgelöst werden. Und wir sehen hier auch, das funktioniert dann ohne Probleme. Meine Auffassung ist eher, dass man hier die Bezeichner, die man tatsächlich aus einem bestimmten Namespace braucht, hier eben direkt mit einbindet. Warum? Ich habe an diesen Using Statements dann eben direkt die Information, wie lang dieser Using-Block ist, wie viele externe Abhängigkeiten ich habe. Und wenn diese Using-Blöcke dann zu groß werden, ist das für mich ein Indikator, hoppla, meine Funktion, meine Klasse, die ich hier gerade schreibe, die wird zu groß. Und vielleicht sollte ich mir mal überlegen, ob ich nicht hier vielleicht eine Aufteilung in verschiedene Klassen mache, wo ich dann unterschiedliche Funktionalität, also die Funktionalität nochmal aufsplitte. Aber im Prinzip ist es eben das zu Hello World in C++. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis bald!